Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Neue Rezepte sind da. Aber ich mache trotzdem erstmal die weiter, die ich hatte. Weil ich habe sie halt einmal da. Liegt hier irgendwo Müll rum? Nein. Das heißt, wir können sofort beginnen, indem wir 1,2, naja, ist ein bisschen mehr. Zwei Tomaten. Milch rein. Butter rein. So, Kühlschrank zu. Und dann kann ich gleich die Tomatensuppe schon kochen. Ist auch ein schön einfaches Gericht, wenn man einmal weiß, wie es geht. Dann ist sie super entspannt. So, den Spieß kann ich schon mal machen. So, ein, zwei und drei. So. Fertig. Petersilie noch rein. Und dann ist die Tomatensuppe schon mal fertig. Tomatensuppe, so. Sehr gut. Petersilie rein, Petersilie rein. Ist noch nicht heiß genug. Dann können wir aber schon mal Produkte für morgen einkaufen. Der Grill muss auf jeden Fall heute wieder laufen. Wir müssen neue Chilis kaufen, neue Tomaten, wir müssen alles kaufen. Es ist fast gar nichts mehr da. Ich glaube, ich muss mir noch einen zweiten Kühlschrank hinstellen. Wir gucken mal auf den Online-Shop. Zweiter Kühlschrank ist auf jeden Fall notwendig. Kostet 2000. Den brauchen wir für unsere Gerichte. Ja, irgendwie dauert das mir zu lange. Weil wir müssen hier unseren Fertigfraß ja unterbringen. Und dann packe ich das lieber da drüben rein. Und hier so die Zutaten. Ich gehe jetzt nochmal zum Gemüsemarkt und kaufe nochmal alles ein. 1, 2, 3, 4. Davon braucht man nicht so viel. Ich hole 2. Petersilie hole ich 2. 1, 2, 3, 4 locker. So ungefähr sollte es hinhauen. Ich glaube, ich könnte auch so ein Gemüsefach kaufen, wo ich dann die Sachen reinpacke. Aber mir ist das schon lieber, dass ich das alles so ein bisschen beisammen habe. Kebab rein. Man muss genau auf die richtige Zutat gucken. Das ist ein bisschen nervig. Aber dann können wir das hier noch reinpacken. Das heißt, ich mache davon auf jeden Fall noch mal drei Portionen, damit ich erstmal die Tage ausgesorgt habe. Mache ich erstmal die Pommes, dann mache ich das andere Zeug und dann mache ich erst den Ofen an. So, Pommes rein. Kann ich alle drei mit einmal machen, ne? Ja. Das ist gut, es ist noch nicht an. Das heißt, ich kann ganz in Ruhe meine Sachen noch beenden. Hier kann aus. So, das ist fertig. Hähnchenbrust. Einmal Salz zu wenig. Dann habe ich wohl nicht getroffen. Wir machen gleich hier beide Hähnchenbrust einmal fertig. Ich gucke nochmal kurz aufs Rezept, weil wenn ich es einmal gemacht habe, nur dann muss ich nochmal nachschauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ach, deswegen hat einmal gefehlt, weil ich nicht richtig zum Ende gedrückt hatte. Ich wollte zu schnell weitermachen und dann war einmal nicht mit angekommen. So, kann ich schon mal das auf die Teller packen und einmal zuordnen. Und jetzt war es noch einmal eine grüne und eine rote. Eine rote, eine grüne. Pommes kommt da noch drauf. Zack. Für den Spieß, den habe ich ja schon einmal fertig. Da brauche ich nur noch Knoblauch und eine grüne. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal vorgesorgt, dass ich von jedem wieder zwei Sachen da habe. Das heißt, der Grill geht an. Das drauf, das drauf und das. Das können wir hier anmachen. Und dann machen wir Stück für Stück einmal alles fertig. Und dann kann ich schon wieder aufmachen und Geld verdienen. Das ist auch immer extrem wichtig, dass ich hier mehr Geld habe, damit ich den Laden noch ausbauen kann. Weil für so viele Leute ist gar nicht Platz, ne? Sieht immer so aus, als geht an einen Tisch immer nur eine Person dran, obwohl da mehr Platz ist. So, aus, raus. Pommes drauf. Sieht ein bisschen komisch aus. Ach so, ich bin schon fertig. Ja, dann kann ich mir ja Zeit lassen. Die ist ein bisschen zu sehr angebrannt, wie es aussieht, aber ist nicht so schlimm. Ich habe das vom Spieß schon abgemacht, deswegen muss ich das so drauf packen. Aber ist kein Problem, es geht trotzdem. Auch wenn es damit natürlich einfacher wäre, das da drauf zu packen. Aber es geht alles. So, das einmal noch klein schneiden. Fertig. Zack. Das Ganze jetzt alles noch einmal. Und dann bin ich soweit vorbereitet. Dann habe ich von allem was da. Zwei Tomatensuppen, zweimal Hähnchen, zweimal Spieße sind noch in Reserve. Da kann ich ganz entspannt aufmachen. Vielleicht kaufe ich auch noch einen Tisch. Vielleicht kommen dann mehr Leute rein, wenn ich noch einen Tisch gekauft habe. Oder mehr Deko oder so. Vielleicht macht das ja was aus. Geld ist auf jeden Fall da, 6.000. Da kann man sich ein bisschen was leisten. Vielleicht so ein paar Pflanzen hinstellen oder so. Dann kommen vielleicht mehr Leute, weil da steht 12 bis 15. Also auf jeden Fall werde ich erstmal noch einen Tisch hinsetzen. Ich mache mal so einen größeren. Ich mache mal so einen größeren hier vorne hin. Und dann mache ich mal ein bisschen Deko noch drauf. So kleine, ja, vielleicht so kleine Pflanzenpötte. Ein weißer. Ach so, die sind für hier, okay. Ja, dann packe ich einen in die Ecke. So, hier noch eine Pflanze hin, hier noch eine Pflanze hin. Hier noch neben den Mülleimer. Fünf Dekoartikel. Erfolg. Ja, nee, das war's eigentlich, ne? Dann fangen wir jetzt an und machen den Laden auf. Die Leute warten schon. Die sind schon ganz verhungert. Guten Tag, guten Tag. Ein Spieß, ja, die sind da drüben. Hallo, herzlich willkommen. Hähnchenbrust. Unheimlich lecker mit Pommes. Tomatensuppe. Öffnen Sie Ihr Restaurant für 10 Tage. Habe ich einen Erfolg bekommen? Ist der 10. Tag schon. Nochmal Tomatensuppe. Ah, noch schön Wasser dazu gekauft. Das ist sehr gut. Oh, es wird hier langsam ein bisschen eng. Es geht aktuell noch. Aber da muss man schon gucken. Oh, 168. Das ist nicht schlecht. 160. 50 extra, jawohl. Vielleicht lohnt sich das ja, wenn ich in die Deko investiert habe, dass ich da ein bisschen mehr rausbekomme. Ansonsten habe ich es einfach nur gemacht fürs schöne Aussehen. Level 10.
glaube, da muss ich noch mal dann gucken, wenn ich jetzt vielleicht noch mal umräume, dass ich die Spüle vorne hinstelle. Oder stelle halt jemanden ein, der für mich abwischt. Her damit. Aber es ist schon gut Geld wieder da. Für die paar Leute, die gerade gekommen sind, ist schon wirklich gut Geld da. Oh, das war's alle. Tomatensuppe. Stimmt, die habe ich jetzt hier drin. Du machst die schon mal heiß. Wenn jetzt jemand anderes noch kommt und Tomatensuppe will, damit die auch aufgewärmt ist. Wobei, die fressen die auch kalt. Von daher ist es eigentlich egal. Aber vielleicht kriegt man dann auch mal so ein bisschen Bonusgeld. Die Hähnchenbrust. Doppelte Hähnchenbrust. Dann muss ich erstmal Hähnchenbrust reinpacken. Oh, keine Ahnung. Tomatensuppe wieder zurück. Es dauert noch einen kleinen Moment. Es wird alles frisch gekocht. Deswegen dauert das eine Weile. Da muss man schon Geduld haben, wenn man qualitativ hochwertiges essen möchte. Sieht gut aus. Hähnchenbrust. Ja, sehr gut. Und dann doch wieder die Tomatensuppe kurz rein. Braucht zu lange. Oh, gerade so. Dann ist schon wieder Dreck. Ja, doch, gerade so. Ja, komm, wir machen die kalt rein. Soll's. Zwei Leute, die Tomatensuppe nehmen. Das kann man noch machen. Bei einer Person mache ich es nicht mehr. Aber bei zweien ist das schon okay. Du hast gerade deinen Müllsack dahin geschmissen. Ich sehe das. Das kostet extra Trinkgeld. Das kann ich schon nicht auf mir sitzen lassen. So eine Frechheit. Ich muss auf jeden Fall dann Gemüse ein bisschen mehr holen. Gerade die Chilis, die gehen halt weg, weil ich die für alles jetzt brauche. Aber so kann ich erstmal ein paar Level aufsteigen mit meinen Gerichten und dann kriege ich auch mehr Geld dafür, was extrem wichtig ist. Ich könnte natürlich jetzt schon die nächsten drei machen. Aber ich will erstmal ein paar Tage lang zumindest das eine Essen haben und ein paar Level aufsteigen damit für mehr Geld. Und gerade um zu wissen, wie es funktioniert. Und vielleicht haben die auch ein Max-Level, dass man die auch irgendwie maximal aufleveln kann. Hier ist noch Dreck. Alles sauber. Jo. Ab ins Bett. Eins, zwei. Hier hole ich ein paar mehr. Die sind ja auch unheimlich günstig. So, okay, ich hole halt eine Chili, na? Aber es ist trotzdem unfassbar günstig. Davon zwei, davon zwei. Davon zwei. Noch irgendwas. Hiervon kann ich noch zwei. Auf zum Fleischer. Das heißt, einmal Schwanzfett, zack. Eins, zwei, drei, das. Zwei, einmal das. Zack, fertig. Abhau. Das heißt, heute wird nochmal groß gekocht. Und dann haben wir auf jeden Fall für einen Tag ausgesorgt. Und davon machen wir gleich zweimal den Kochtopf voll. Und ich muss dann auf jeden Fall neue Teller holen, wenn ich das tatsächlich so mache. Weil so viel Platz habe ich ja dann doch nicht für die ganzen Produkte. Ich habe dann gar nicht so viele Teller übrig, wie ich eigentlich haben müsste. Deswegen kaufe ich dann gleich nochmal neue. Aber ich glaube, es macht auch einfach Sinn, irgendwie zu gucken, wie ich den Laden vielleicht vergrößern kann oder so, dass mehr Leute kommen. Das macht bestimmt Sinn. Hundertprozentig macht das Sinn. Fertig? Ja. So, machen wir voll. Okay, jetzt habe ich nur zwei rausgekriegt, komischerweise. Warum auch immer. So, da habe ich erstmal die Tomatensuppe schon fertig.
immer auf die Speisekarte noch mal drauf packen. Tomatensuppe rein. Oh, die war gar nicht mehr so heiß. Ich habe die frisch gemacht. Naja, gut. Man muss, ich glaube, man, ja, man muss gucken, dass man nichts verschüttet. Das, was mir gerade passiert ist. Geil, jetzt habe ich, habe trotzdem 4 rausgekriegt, alles okay. So, das stellen wir hier auf die rechte Seite, damit ich weiß, das linke muss zuerst weg. Aber wir können übelst viel Suppe machen. So, Suppe ist fertig. Jetzt kommt hier noch Salz und schwarzer Pfeffer rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hähnchenbrust mache ich extra. Ich fange jetzt erstmal an, indem ich hier den Spieß mache. Die Kebab-Spieße. Und davon erstmal eine große Portion. Dann habe ich erstmal ein bisschen ausgesorgt und muss mich gar nicht mehr großartig drum kümmern. Ich könnte rein theoretisch noch einen extra Spieß kaufen oder zwei, dass ich hier 4 drauflegen kann, aber das muss nicht unbedingt sein. Das reicht auch so vollkommen aus, wenn ich immer 2 mache, weil ich muss ja sowieso alles irgendwie gleichzeitig dann auf den Teller bringen, ohne dass es anbrennt. Genau das. So, jetzt schneiden wir das nochmal schnell. Damit ich hier die Nummer 1 schon mal reinpacken kann. Das andere kommt eh in den Kühlschrank, von daher ist es egal. Da kann ich mir Zeit lassen. Oh, fast 100%. So, jetzt schneide ich hier die Knoblauch noch klein. Der kommt auf den Teller und dann ist eine extra Portion schon mal fertig. Jetzt kann ich die Spieße wieder voll machen. Dann kriege ich nämlich 4 Portionen raus aus einem so einen. Aus einem so einen Ribeye kriege ich 4 Portionen raus. Okay, also für Grillspieße muss ich dann erstmal nichts weiter machen. Also ich glaube, der Spieß ist so das einfachste Produkt, wo man übelst viel rausbekommt. Weil ich habe aus einem Mal habe ich 4 rausbekommen. Also ich glaube, an Spießen habe ich erstmal genug da. Tomatensuppe auch. Jetzt brauche ich noch Hähnchen. Wir machen 3 Hähnchen. Einfach weil ich 3 habe. Da muss man sich echt keine Gedanken drüber machen. Die Chilis gehen auf jeden Fall weg. Man hat jetzt ein bisschen mehr, was man an Gemüse mit dazu packen muss. Aber das finde ich gut. Da hat man ein bisschen mehr auf dem Teller auch. Und nicht einfach nur so ein Spieß und gut. Dafür will man letzten Endes dann auch nicht unbedingt das Geld bezahlen. Also normale Leute. Jetzt mache ich die 3 Fleisch extra und dann mache ich die Chilis noch oben drauf. Also ich würde sagen, ich habe ja erstmal genug vorgekocht für die nächsten Tage. Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal Teller kaufen, weil ich sonst zu wenig habe. Wo war denn das? War das bei Station? Tellerstation? Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch Teller, wenn ich jetzt hier alles vorgekocht habe, dass die Leute auch essen können. Und dann mache ich den Laden auf. Zack. Immer reinspaziert. Frisch gekocht. Alles dabei. Außer Tomaten. Außer das Hähnchen. Das habe ich vergessen. Jawohl, Level 11. Das Hähnchen habe ich noch gar nicht reingepackt. Kommt gleich. Hähnchen servieren. 100%. Jawohl, nehme ich mit. Oh, es kommen mittlerweile gut Leute rein. Also ich müsste dann langsam mal schauen, dass ich jemanden für den Abwasch vielleicht hole. Dass ich nicht mehr so hin und her rennen muss die ganze Zeit.
Aufwaschen ist sowieso echt kacke. Dafür kann ich auch jemanden bezahlen, wenn ich genug Geld dafür habe. Ich nehme schon ganz gut was ein. Vielleicht kann ich es aber noch mal ein bisschen vergrößern, dass mehr Kunden kommen. Weil das wäre interessant. Was brauche ich denn, damit mehr Kunden kommen? Brauche ich da einfach mehr Platz, mehr Produkte, mehr Kochlevel oder so? Das weiß ich halt nicht. Und was das Geräusch ist, weiß ich auch nicht. Hähnchen ist alle, muss ich neu machen. Also neu warm machen. Ist noch was alle, ich vermute mal Tomatensuppe, oder? Ja, Tomatensuppe ist alle. Hähnchen. Sehr gut, und die Tomatensuppe, die braucht ja sowieso zu lange, deswegen packe ich die einfach hin. Weil irgendwie wird die nicht heiß. Vielleicht mache ich auch was falsch. Die hat aber auch einen rohen Spieß schon wieder drauf, obwohl ich den gebraten habe. Das heißt, ich kann dann am nächsten Tag nochmal von den Resten leben, sozusagen. Ja, und dann mache ich vielleicht nochmal neue Produkte oder guck mal, dass ich den Laden größer kriege. Es war ein erfolgreicher Tag. Ich habe wieder 8000 Piepen. 8000 Dönergeld. Der Rest ist im Kühlschrank. 5 Spieße sind noch da. Das sollte erstmal reichen. Perfekt. Laden zu, ab ins Bett. Das war's erstmal für heute mit dem Kebab-Simulator. Guckt gerne bei den anderen Videos auch mit rein. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr vom Döner-Simulator sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.